So, Freunde der Nacht, willkommen zurück zu Black Mesa. Ich erzähle euch jetzt mal, was ich gerade kurz geguckt habe. Und bis ihr das Video hier seht, lacht ihr euch schon darüber kaputt. Ich habe gerade kurz mal in die E3 Xbox Pressekonferenz geschaut. Und ja, war ganz lustig, aber ich mag das eher weniger so, immer diese Trailer schauen und alles. Ist alles immer so bombastisch und so, klar. Aber ich stehe da nicht so drauf. Deswegen gehen wir jetzt hier weiter in Black Mesa und nehmen hier mal einen Part auf, anstatt die Pressekonferenz zu gucken. So, hier ist eh alles unter Wasser. Mich juckt da schon eher das von Nintendo, weil ich bin eher ein Nintendo-Fan. Aber ist ja egal. So, und ich habe gerade erfahren, dass die Xbox Gold-Mitglieder, ich gehe da jetzt gerade noch kurz drauf ein, dass die Xbox Gold-Mitglieder demnächst so ähnlich wie bei PlayStation Plus monatlich zwei Spiele umsonst kriegen. Finde ich super, ich würde da gar nicht meckern, dass man das abschaut vom anderen, weil ich habe sowieso Xbox Gold und für mich ist das doch schön. Ich freue mich darüber. Vor allem heißt das ja auch, dass die Xbox noch versorgt wird, die Xbox 360. Boah, wie viele Viecher hier sind. Muss ich die dann alle killen? Kann ich nicht auch so runter? Ne, dich muss ich noch killen. Ich muss sie auch noch killen. Und da komme ich so vorbei. Genau, das habe ich gehofft, dass du auch gepackt wirst. Oder wurdest du jetzt nicht gepackt? Wurden hier nur Holzteile gepackt? Ne, nur Holzteile. Naja, gut. Auch egal. So. Ich muss hier natürlich alles so nass sein. Das ist echt ätzend. Ich meine natürlich, jetzt muss hier überall Wasser sein. Schwimmt hier wieder so ein Viech drin? Bestimmt, ich wusste es. Ein Treffer und du bist kalt? Nee. Auch zu schön gewesen. Jetzt bist du aber kalt. Sehr schön. Ich habe keine. Wo schießt du, ja? Genug. Lass mich in Ruhe. So. Kalt. Aua! Noch einer? Naja, einer reicht ja nicht, ne? So, war's das mit euch Mistviechern? Ja, das war's. Ja, ist ja gut. Nicht so laut hier. Mensch, kriegst ja Angst bei. Kommen wir da rein? Nein. Kommen wir da unten rein? Jep. Nee, auch nicht. Alter, wie tief es hier runter geht. Ich komme gar nicht mehr hoch rechtzeitig. Boah, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Oh, wirklich, gerade eben hochgekommen noch. Wir können jetzt wenigstens von hier dahin. Halt, nicht so rutschen. So. Dahin. Nee, dahin. Ach komm, leck mich doch. Oh, das war so klar. Es hat immer so gefunkt. Verdammt. Es hat gepasst, dass wir nicht reinfallen und es kommt kein Viech.
Aber kein so ein Dover. Und la bla bla. Gibt's ja gar nicht. Ist ja mal eine Premiere. Jetzt können wir da reinspringen und dann sind wir eh wieder nur da. Ist egal, ich kann mal eben speichern und reinspringen. Und reinspringen. Sind wir eh wieder nur hier. Wo so ein Arsch auf uns wartet. Wir erforschen mal eben alles und dann können wir gleich eh neu laden. Ja, ja, stirb doch. Kriegt auch immer nur zwei Schaden, das ist gut. Und wie tief es hier runter geht, das ist auch nicht zu glauben. Jedenfalls ist hier nichts. Also, alles in Ordnung. Ja. Natürlich hatte ich genau das nicht vor. Ich wollte darüber springen, was ich aber nicht geschafft habe. Das hat aber geklappt. Sehr schön. Ja, da kann ich nicht durch. Ah, wieder nicht geklappt. Ich glaube, ich muss da durch das Loch springen. Ab durchs Loch. Ach, ich kann auch von hier springen. Klappt sogar. Gucken, ob uns hier auch ein Arsch angreifen kann. Sieht noch alles in Ordnung aus. Ja, alles in Ordnung. Schön. Ich will ja nochmal speichern. Jetzt kommen hier solche Ärsche. Platsch. Mitten ins Gesicht gewatzt. Spreche ich jetzt mal nicht aus, was ich sagen wollte. Gespuckt, kann man auch sagen. So. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee. Nee, nee, nee. Wir gehen da lang. Und die Musik ist immer so schön. Richtig gut. So, und jetzt? Ah. Okay. Na, wenn es mehr nicht ist, dann hauen wir erstmal ab. Okay, sind das hier die? Gucken, ob wir die nachladen können und dann direkt hier welche einsammeln können. Yep, genau die waren's. So, da möchte ich aber trotzdem gerne rein. Ja, auch wenn es so dunkel ist hier. Schiss, Schiss, Schiss. Aber muss man nicht haben. Habe ich eigentlich gar keine? Ne, ich habe gar keine Muni mehr dafür. Für die Magnum. Ja, dann wollen wir mal, ne? Scheiße. Naja, aber nicht gestorben, also alles in Ordnung. Oh, ich dachte schon. Kommt jetzt so ein grüner Lahm, 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 Lahm. So. Noch schön artig nach oben gucken. Um auch zu sehen, ob man getroffen wird. Sag nicht jetzt. Man könnte von hier. Nee, könnte man nicht.
Okay, das wäre jetzt aber auch gewesen. So. Wir haben es ja doch recht gut geschafft. Geht natürlich nicht. Wir können uns gleich aufladen. Wenn wir es denn dann gleich müssen. Dank Kopfhörer habe ich gehört, dass das von hinten kam. Das Mistviech. Jep. Jep. Warum nicht noch mehr? Hunger hast du? Ja, dann komm doch. Achso, du bist schon da. Ja, okay. Aufladen. Nachladen. Aufladen. Mach mal alles. So, was haben wir hier? Erstmal nicht so viel. Lass mich rein. Das wäre sehr nett von dir. Ich bedanke mich. Gordon, erzähl schon mal. It is you, isn't it? Yep, das bin ich. The science team has been tracking your progress with the Black Mesa Security System. Unfortunately, so has the military. That suit of yours is full of tracking devices. Oh, müssen wir da ausziehen. It's better than going naked in this place. Ja, okay. It's cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. Ah, deswegen konnten wir die aufladen. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me, so far. Ja, guter Hinweis. Boah, man sieht direkt, wie kalt das ist. Als ob die Schäden nicht schon schlimm genug wären. Sind ja auch noch Viecher ohne Ende. Hier geht's da nicht rein, scheiße, aber. Boah, wie schnell uns das jetzt die Energie gekostet hat. Also abgezogen hat, meine ich, ne? Wisst schon, was ich meine. Ich kann hier den letzten Mist zusammenreden und ihr wisst trotzdem, was ich meine. Ja. F. Boah. Ich will immer noch drücken, um die Waffe auszuwählen. Brauche ich gar nicht mehr. Hab's ja extra geändert, damit ich es nicht mehr muss. Aber irgendwie verpeile ich das immer wieder. Heißes Wasser. Ja, heißes Wasser können wir gebrauchen jetzt. Eine heiße Dusche, ne? Bisschen Energie wollte ich gerade fragen und schon kommt der Ladebildschirm. Und ich wollte euch mal fragen, was für ein Projekt soll ich als nächstes Let's Playen? Für Super Nintendo oder überhaupt generell, was wünscht ihr euch? Schreibt es doch mal einfach. Ist komplett egal. Ob es per Emulator ist, ob es ein richtiges Spiel ist, per Steam oder ob irgendein anderes Spiel von woanders her halt. Yep. Stirbst du jetzt bitte? Danke. Sehr freundlich von dir. Ja. Wir zerdeppern hier die ganzen Kisten. Wir zerdeppern den jetzt mal. Endlich mal. Nur darauf gewartet.
So. Dort geht's nicht weiter. Aber hier. Nach oben. Bist du oben, wird man nicht loben. Okay, alles voll. Oh, ich dachte schon. Ja? Make sure you don't. Da hat doch einer geschossen, ich hab's doch genau gesehen. Da ist er. Wow. Das ist ein 5i. Könnte glatt einer aus Tron sein. Alter. Passen Sie auf, dass Sie nicht... Ja. Wahrscheinlich wollte er mich davor warnen, vor diesem Mistvieh. Willst du mich verarschen? Noch einer? Geht doch. Noch ein Nee, man hört's. Ich meine, man sieht's auch, die hat Brüste und die hat so Stelzen an. Na, hör doch auf zu schießen hier. Sieht man's da denn jetzt? Agent. Ja, sieht man so ein bisschen, ne? Dass da so Brustansätze sind und dass das so Stelzendinger sind hier. Womit sie hüpfen kann. Die sieht aus wie die aus Portal. Also jetzt von den Füßen her, meine ich. Da, diese Dinger. Damit kann man bei Portal keinen Sprungschaden erleiden. Kann ich der die ausziehen und für mich nehmen? Das wäre doch mal cool. Dann hat ihr Tod einen Sinn gehabt. Leer. Aber da ist wenigstens noch ein bisschen was drin. Reicht für 100. Also, ne? Reicht, um auf 100 zu bringen. Wir machen mal hier einen Speicher. Da ist wieder eine. Wo willst du hin? Das könnte auch hier so ein Online-Shooter sein jetzt gerade. Mit diesen Viechern. Also mit den Frauen da. Yay, Frauen umbringen. Endlich mal. Können wir da oben irgendwas machen? Zum Beispiel hier mit wegfliegen? Nö. Hep. Jawohl. Achso, wahrscheinlich wären wir hier auch noch hingekommen. Ja, hör doch mal auf. Ich will doch nur hier untersuchen. Ich tue doch überhaupt nichts. Oberflächenzutritt, Zugang, wie auch immer. Was habe ich denn jetzt gemacht? Weiß ich gar nicht. Wow. Guck mal, wie die rumspringt. Jetzt können wir dadurch. Gerade konnten wir dadurch. Gibt's denn hier? Alter! Hab ich mich jetzt erschrocken? Ich glaube, das ist so gewollt, weil ich bin nicht tot. Und es hieß ja Festnahme. Alter, hab ich mich erschrocken. Auf einmal ist das Licht aus und da steht einer. Ja, witzig. Ach so, welchen. Ja, weil sie mich dann einfach. Scheiße. Zum Verhör. Aha. Ach so, das waren die, ne? Die wollten mich jetzt
glätten. Bin aber leider gerade eben rechtzeitig wach geworden. Und jetzt habt ihr mich wieder entkommen lassen. Ich habe keine Waffen. Kann ich bestimmt gleich irgendwo wieder finden. Aber wir haben es jetzt gerade eben geschafft und der Part ist schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, halt. So, jetzt. Tschüss.